Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen eine der größten Erfolgsgeschichten der Natur vorstellen, Moringa oleifera, eine der interessantesten und hilfreichsten Pflanzen für uns Menschen. Mein Name ist Thomas Blasig, ich bin Heilpraktiker und beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Pflanzen, Nährstoffen und natürlichen Heilungsmöglichkeiten. Haben Sie schon von Moringa gehört? In seiner Heimat Indien nennt man ihn auch Baum des Lebens und der Wunderbaum. Nehmen Sie sich jetzt eine Viertelstunde Zeit und lassen Sie sich auf eine faszinierende Reise mitnehmen, die Sie hoffentlich zu einer besseren Gesundheit und mehr Wohlbefinden führt. Immer mehr Menschen bei uns kennen diese wundervolle Pflanze. Es wurden in den letzten Jahren zahlreiche Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel Moringa oleifera, die wichtigste Pflanze der Menschheitsgeschichte. Es gab zahlreiche Beiträge im Fernsehen, zum Beispiel in der Wissenschaftssendung Galileo, und es gibt inzwischen tausende von wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass das, was die Menschen in Indien seit Jahrtausenden wissen, alles andere als eine Übertreibung ist. Da hierzulande Moringa oleifera normalerweise nicht wächst, möchte ich Ihnen diesen Baum der Superlative kurz vorstellen. Moringa ist eine der besten Nutzpflanzen überhaupt. An diesem Baum ist alles verwertbar. Aus den Samen gewinnt man das Behenöl, eines der hochwertigsten Öle überhaupt, das in der Kosmetikindustrie für hochwertige Produkte sehr gefragt ist. Dieses Öl wurde schon im alten Ägypten von Nofretete verwendet. Die Früchte des Moringa-Baums, auch Drumsticks genannt, sind ein gehaltvolles Gemüse, das in der indischen Küche gerne verwendet wird. Wurzeln und Rinde werden ebenfalls verwendet. Für uns am interessantesten sind aber die Blätter. Da bei uns frische Blätter normalerweise nicht erhältlich sind, werden sie getrocknet und als Blattpulver verwendet. Am angenehmsten nimmt man das Blattpulver als Kapseln zu sich. Es ist nicht ganz einfach, sich mit Lebensmitteln so zu versorgen, dass man ausreichend mit allen nötigen Vitalstoffen versorgt ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag 5-mal Obst und Gemüse zu essen, um ausreichend versorgt zu sein. Hand aufs Herz, tun Sie das oder kennen Sie jemanden, der das tut? Sie werden vielleicht auch schon gehört haben, dass immer wieder Untersuchungen veröffentlicht werden, wie zum Beispiel vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die schon bei oberflächlicher Betrachtung nahelegen, dass Jahr für Jahr weniger Nährstoffe in Lebensmitteln enthalten sind. Und wir reden hier noch nicht einmal von Treibhausgemüse, das auf Steinwolle gewachsen ist, sondern von normal angebautem Obst und Gemüse auf immer ausgelaugteren Böden. Immer mehr Menschen greifen deshalb zur Nahrungsergänzung. Sie ergänzen also ihre Nahrung mit Vitamin- und Mineralstoffen, die in der Nahrung fehlen. Was nimmt man da aber zu sich? Viele der handelsüblichen Präparate sind synthetisch hergestellte Produkte, überdies noch mit einer Vielzahl von Farb-, Geschmacks- und Hilfsstoffen. Es mehren sich die Hinweise, dass es auf Dauer nicht unbedingt gesund ist, solche Produkte zu sich zu nehmen. Eine ideale Alternative ist der Moringa oleifera. Moringa ist von allen bekannten Pflanzen die nährstoffreichste. Moringa ist ein Pfahlwurzler. Bei einer ausgewachsenen Pflanze kann die Wurzel also durchaus 10 Meter tief in den Boden reichen. Dort holt sich die Pflanze dann aus der Tiefe die Nährstoffe, die in den oberen Schichten kaum noch vorhanden sind. Die Moringa-Pflanze ist ausgesprochen anspruchslos und wird deshalb üblicherweise auf Brachflächen angebaut, wo sonst kaum etwas wächst. Brachflächen haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie unbelastet von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind. Die wichtigste Nährstoffquelle für uns sind die Blätter. Moringa ist ein Blattgemüse mit sehr vielen Nährstoffen. Will man seine Nahrung sinnvoll ergänzen, sollte man eine ausreichende Menge davon zu sich nehmen. Eine sinnvolle Menge wären zum Beispiel 50 Gramm frische Blätter am Tag. Frische Blätter gibt es bei uns nicht, also eine entsprechende Menge Blattpulver. Das sind ca. 8 bis 10 Gramm pro Tag. Mit dieser Menge bekommen Sie normalerweise eine ausreichende Menge Nährstoffe, damit Sie gut versorgt sind. Bei Stress, Leistungssport oder Krankheit braucht Ihr Körper aber wahrscheinlich deutlich mehr. Moringa ist die vitalstoffreichste Pflanze, die es gibt. 100 Gramm Moringa-Blätter enthalten 4-mal so viel Vitamin A wie Mohrrüben, 7-mal so viel Vitamin C wie Orangen, 4-mal so viel Kalzium wie Milch,
dreimal so viel Kalium wie Bananen und so viel Eiweiß wie eine vergleichbare Menge Eier. Und zwar alle essentiellen Aminosäuren, was bei einer Pflanze ungewöhnlich ist. Im Gegensatz zu den Aminosäuren aus Soja hat Eiweiß aus Moringa keinerlei allergene Eigenschaften. Moringa wird auch Meerrettichbaum genannt, da seine Blätter einen hohen Gehalt an Senfölen aufweisen. Diese Senföle sind für eine Vielzahl der gesundheitlichen Wirkungen von Moringa verantwortlich. Sie geben Moringa seinen typischen Geschmack, womit wir bei den sekundären Pflanzenstoffen wären, also den Stoffen, die in den natürlichen Lebensmitteln in Hülle und Fülle enthalten sind, die aber nicht direkt lebenswichtig sind und deren erstaunliche Wirkungen für die Gesundheit deshalb erst jetzt immer mehr ins Bewusstsein der Forscher vordringen. Einer der wichtigsten sekundären Pflanzenstoffe ist das Chlorophyll, das Blattgrün. In den letzten Jahren ist es in Mode gekommen, Green Smoothies zu trinken, Säfte aus grünen Pflanzen. Einer der Hauptgründe dafür ist es, eine ausreichende Menge Chlorophyll zu sich zu nehmen. Chlorophyll ist für unsere Gesundheit ein absolutes Multitalent. Chlorophyll entsäuert und entgiftet unseren Körper. Es stellt also das Säure-Basen-Gleichgewicht wieder her. Chlorophyll sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung und Zellatmung. Und Chlorophyll bringt das Immunsystem auf Vordermann, um nur die wichtigsten Wirkungen zu nennen. Moringa ist eine der chlorophyllhaltigsten Pflanzen überhaupt. Moringa ist dadurch ein praktischer Green Smoothie in Kapselform. Sozusagen als Krönung der Inhaltsstoffe enthält Moringa eine große Menge Zeatin. Zeatin ist ein starkes Antioxidans, also ein Fänger von freien Radikalen, das die Zellen jung erhält und regeneriert. Es ist deshalb in der Kosmetikbranche bei hochwertigen Kosmetika sehr gefragt. Zeatin spielt darüber hinaus eine Schlüsselrolle bei der Verwertung von Nahrung und der Aufnahme von Vitalstoffen in unsere Zellen, wodurch diese dem Organismus in optimaler Bioverfügbarkeit zur Verfügung gestellt werden. Mit anderen Worten, Zeatin hält sie jung und sorgt dafür, dass die Nährstoffe, die in Moringa enthalten sind, auch in ihren Zellen ankommen und sie einen optimalen Nutzen davon haben. In Moringa befindet sich, wie könnte es anders sein, der höchste Gehalt an Zeatin, der je in einer Pflanze gefunden wurde. Bei all dem wundert es nicht, dass man Moringa inzwischen auch bei uns als Superfood bezeichnet, das uns gesund und fit erhält, zu einer Steigerung der Leistung beiträgt, sogar bei austrainierten Sportlern und ganz allgemein für mehr Wohlbefinden sorgt. In seiner Heimat Indien verwendet man Moringa seit über 4000 Jahren in der ayurvedischen Medizin. Dort wird Moringa aber nicht nur zur Stärkung eingesetzt. Moringa wird dort bei über 300 Krankheiten verwendet. Das deckt sich auch mit wissenschaftlichen Studien, die seit Jahren weltweit über Moringa gemacht werden. Studien haben belegt, was man seit Jahrtausenden weiß. Moringa wirkt gegen Schmerzen, insbesondere bei rheumatischen Krankheiten wie Arthritis. Studien und praktische Erfahrungen belegen auch eine deutliche Wirkung bei Diabetes. Studien belegen auch eine Wirkung bei Krebserkrankungen, was wahrscheinlich auf den hohen Gehalt an Senfölen zurückzuführen ist. Auch hier belegen praktische Erfahrungen, dass Moringa auch bei dieser Erkrankung sehr hilfreich sein kann, auch dadurch, dass es die Nebenwirkungen konventioneller Therapie deutlich abschwächt. Moringa kann aber auch bei Bluthochdruck und erhöhtem Cholesterinspiegel helfen. Bekannt sind auch die Wirkungen gegen Bakterien, Viren und Parasiten. Es kann hilfreich sein bei Immunschwächeerkrankungen wie AIDS, aber es wirkt auch ganz allgemein als Aphrodisiakum. Es ist schließlich leistungssteigernd. Informationen, Studien und weiterführendes Material finden Sie auf meinem Blog www.moringablog.info. Moringa kann bei gesundheitlichen Problemen helfen. Das belegen Studien und Jahrtausende Erfahrung. Aber es ist in erster Linie ein Lebensmittel. Und wenn Sie krank sind, begeben Sie sich in kompetente Behandlung. Dieses Video informiert Sie über Moringa und soll keine Anleitung zur Selbstbehandlung darstellen. Die segensreiche Wirkung von Moringa hat sich inzwischen weltweit herumgesprochen und es wird deswegen inzwischen überall, wo es heiß ist, angebaut. Kann man Moringa auch selbst anbauen? Im Prinzip ja. Moringa wächst auch auf dem Balkon, aber nicht sonderlich gut und nur ein paar Monate im Jahr,
Winterhart ist es auch nicht. Manche Hersteller werben mit Moringa aus Wildwuchs. Wenn ich das höre, muss ich lachen. Die Moringa-Früchte, die Sie auf diesem Bild hier sehen, hängen in ungefähr 4 Meter Höhe. Die niedrigsten Blätter konnte ich mit der Hand erreichen. Und ich bin 1,95 Meter groß. Moringa wächst bis zu 8 Metern im ersten Jahr, wenn man es lässt. Wenn Sie Moringa also ernten wollen, müssen Sie es in Plantagen anbauen. Und das ist auch in Ordnung so. Moringa brauchen Sie nicht zu düngen und Pflanzenschutzmittel sind auch nicht nötig. Ich habe nie gesehen, dass ein Moringa-Baum irgendwelche Schädlinge hat. Die Senföle der Blätter scheinen ein sehr effektiver, natürlicher Schutz zu sein. Wenn Sie Moringa kaufen, sollten Sie wissen, wie man gutes Moringa erkennt. Sie möchten Ihr Geld ja schließlich nicht für irgendetwas ausgeben, das nichts oder nur wenig bewirkt. Moringa gibt es inzwischen in Hunderten von Internetshops. Es unterscheidet sich erheblich in Qualität, Konsistenz und Verarbeitung. Lassen Sie einfach einmal das Bild, das Sie sehen, auf sich wirken. Auf der linken Seite sehen Sie Moringa-Pulver mit sehr vielen und großen Stielen, Stängeln und Ästen. Also sehr minderwertige Ware. Rechts einwandfreies Moringa. Und dann vergleichen Sie die beiden Sorten auf dem nächsten Bild. Links braunes Moringa, rechts grünes einwandfreies Moringa. Braunes Moringa wurde entweder zu heiß getrocknet, also regelrecht verbrannt, oder es wurde zu feucht gelassen und ist beim Transport kompostiert. Das kann man dann am Geruch unterscheiden. Moringa riecht normalerweise angenehm würzig. Kompost riecht erdig. Kompostiertes oder verbranntes Moringa ist wirkungslos und trägt nichts zu einer gesunden Ernährung bei. Es kommt also auf eine gute Trocknung an. Gut getrocknet hat Moringa eine Restfeuchtigkeit von etwa 7%. Leider machen es sich manche Hersteller da einfach. Sie trocknen ihr Moringa in speziell dafür konstruierten Mikrowellenöfen. Leider, weil Mikrowellen eine ausgesprochen schädliche Wirkung auf die Gesundheit und die darin erhitzten Nährstoffe haben. Das haben wissenschaftliche Studien seit 1989 ergeben. Es ist also schon lange bekannt. Derartig behandeltes Moringa muss man leider als ungeeignet betrachten. Achten Sie deshalb darauf, dass das Moringa, das Sie kaufen, garantiert ohne Mikrowelle getrocknet wurde. Beste Art, Moringa zu trocknen, ist es, Blätter auf Siebe zu geben und dann in einem dunklen Raum mit warmer Umluft zu trocknen. Auf diese Art bleiben die Nährstoffe optimal erhalten. Sehr aufschlussreich ist eine nähere Betrachtung des Moringa-Pulvers durch ein Mikroskop. So sieht eine Spitzenqualität aus, gleichmäßig gemahlen und ein frischer Grünton. Die Vergrößerung ist bei allen Proben 20-fach bei gleicher Beleuchtung. Jetzt ein paar Vergleichsproben. Dies ist eine minderwertige Qualität mit schätzungsweise 40% Stängeln und Stielen, die schon ins Braune verfärbt ist, dem Geruch nach zu heiß getrocknet. Diese Aufnahme zeigt einen Mix von verschiedenen Pflanzen. Manche Anbieter mischen billige Abfälle wie Tomatenblätter bei. Für den normalen Verwendungszweck ihres Moringas spielt das auch keine große Rolle. Diese Hersteller sind nämlich oft Viehfutterproduzenten, die auf Anfrage von Europäern, die keine Ahnung haben, auch mal gern eine Tonne teuer als Nahrungsergänzung verkaufen. Die nächste Probe zeigt irgendetwas, das mit Moringa vermutlich gar nichts zu tun hat. Gilt als erstes die Frage zu klären, ob Pulver oder Kapseln besser sind. Beides gleich gut. Aus praktischer Sicht sind aber Kapseln zu bevorzugen. Für die meisten Menschen hat Moringa einfach keinen besonders guten Geschmack. Kapseln sind praktisch und geschmacksneutral. Moringa sollte man auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu sich nehmen. 3 bis 6 Monate sollten es mindestens sein. Ihre Vitalstoffdepots müssen sich langsam wieder auffüllen und Ihr Körper braucht eine Weile zum Entgiften und Entsäuern. Und wie schon gesagt wurde, Moringa ist ein Blattgemüse. 1 Gramm am Tag wird Ihnen nicht viel nutzen. Ein gesunder Erwachsener sollte, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, mindestens 8 bis 10 Gramm getrocknetes Moringa täglich zu sich nehmen. Sie haben in diesem Film eine der wichtigsten Pflanzen kennengelernt, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Ein Füllhorn voll von Vitalstoffen mit erstaunlichen Wirkungen auf die Gesundheit und auf Ihr Wohlbefinden. Ich selbst nehme Moringa schon eine ganze Weile und möchte es nicht mehr missen. Ich würde mich freuen, wenn ich auch Sie neugierig auf Moringa machen konnte. Probieren Sie!